Wenn es um Aluminiumkisten geht, gibt es seit Jahrzehnten eigentlich nur einen Ansprechpartner und das ist die Firma Zages. In der heutigen Ausgabe von Betriebseinrichter TV wollen wir Ihnen die neuesten Entwicklungen präsentieren und dazu habe ich mir den Produktmanager von Zages eingeladen, Michael Blum. Hallo Herr Blum. Hallo, guten Tag. Sie haben uns die zwei jüngsten Entwicklungen aus Ihrem Hause mitgebracht, frisch aus der Entwicklungsphase, frisch aus der Produktion. Mhm. Vielleicht sollten wir zu Beginn, aber auch für die Zuschauer mal ganz kurz klären, was macht Zages aus, dass es da bei Alukisten einfach kein Vorbeikommen an Ihrer Firma gibt? Ja, das sind im Wesentlichen zwei Sachen. Das ist einmal die sprichwörtliche Qualität der Zages-Kisten, die Unverwüstbarkeit und zum anderen auch die Innovationen, die Zages immer wieder bringt als Marktführer. Zwei davon habe ich heute mitgebracht. Gucken wir es uns vielleicht mal en Detail an. Ja, was für Qualitätsmerkmale stecken denn jetzt hier drin? Genau. Zum einen mal haben wir an der Kiste sehr breite Verschlüsse. Das heißt, der Benutzer kann die Kiste mit drei Fingern bedienen, ist ergonomischer. Zum anderen haben diese Verschlüsse eine viermal höhere Lebensdauer als vergleichbare Kisten im Markt. Das Weitere ist, dass die Griffe, die wir hier haben, breiter sind, eine breitere Auflage haben. Das heißt, sie sind komfortabler zu tragen und ich kann sie auch mit Handschuhen tragen. Okay. Also das ist alles so ein bisschen Wohlfühlfaktor für die Hand. Genau, richtig. Dann sind Zageskisten mit einer eingeschäumten Deckeldichtung ausgestattet, sind dort sicher vor Wasser und Staub geschützt. Und ich habe sämtliche Verbindungen an der Kiste, ob das jetzt hier die Griffe sind, ob das die Ecken sind, die Verschlüsse, sind mit Vollnieten ausgeführt. Und von der Stabilität her verwendet Zages ein spezielles Schweißverfahren bei den Profilrahmen. Das heißt, auch bei extremen Belastungen, beispielsweise bei einem Sturz, schützt die Kiste sicher ihren Inhalt. Super. Sie haben es schon gesagt, man ist nicht über Jahrzehnte die Nummer eins, wenn man nicht dauernd Neuerungen, dauernd neue Ideen kreativ umsetzt. Genau. Was für Neuerungen haben wir jetzt hier am Start? Genau, ich habe heute mitgebracht die K424. Die Idee hinter dieser Entwicklung war, die legendäre Zages-Qualität mit Mobilität, mit neuartiger Mobilität zu verbinden. Das mal hier in die Kamera. Wir haben hier einen Ausziehgriff, das heißt, der Kunde kann die Kiste hinter sich herziehen, der Nutzer kann die Kiste hinter sich herziehen. Die Kisten sind standardmäßig mit 50 mm Rollen ausgestattet, das sind alle Kisten dieser Baureihe K424. Der Ausziehgriff ist hinter einem Profilrahmen geschützt vor Beschädigungen, beispielsweise auf einem Laufband oder einem Förderband. Das Weitere ist, die Kiste ist, wie wir es von Zages gewohnt sind, voll stapelbar. Also ist natürlich auch ein gesundheitlicher Aspekt, ist natürlich toll für den Rücken, ja, entlastet. Richtig, genau. Das heißt, von der Ergonomie her ein großer Faktor. Ich kann es hinter mir herziehen und muss schwere Lasten nicht mehr tragen. Gucken wir uns doch vielleicht mal das Innenleben ein bisschen an, denn da gibt es auch noch ganz viel Neuigkeiten zu berichten. Einfach mal eine ganz allgemeine Frage. Gibt es da jetzt nur ein Innenleben, das sich der Kunde richten muss? Oder haben Sie da so eine Palette zur Auswahl? Genau. Nein, wir haben mit der Einführung dieser K424 ein großes Programm an Zubehörteilen mit aufgenommen. Das heißt, der Kunde findet jetzt wirklich für jede Verpackungsaufgabe die richtige Lösung aus dem Standardprogramm. Fast jede. Und ansonsten gibt es auch noch Sonderlösungen, die wir hier noch anbieten können. Okay, was haben Sie jetzt hier mitgebracht? Hier habe ich jetzt mal mitgebracht eine Deckeltasche. Heute arbeitet man ja viel mit Tablet-PCs, hat Ladekabel, hat wichtige Unterlagen. Ja. Die haben jetzt einen festen Platz in der Kiste. Und bei Bedarf kann die Tasche auch einzeln entnommen werden. Und die Tasche ist auch werkzeuglos mittels selbstklebend ausgestatteter Trägerplatte an die Kiste zu befestigen. Muss also nicht mehr gebohrt werden oder irgendwas vernietet werden. Okay. Kann jeder Kunde machen und kann auch die Position frei wählen. Das Weitere ist eine Innentasche, die ermöglicht mittels Trennwänden, die ich mit einem Klettband verstellen kann. Und ich kann mir je nachdem, nach der Verpackungsaufgabe im Prinzip die Tasche so einrichten, dass ich all meine Sachen dort ordentlich und schnell wiederfindbar verstauen kann. Ich habe gerade noch eine Sache gesehen, hier so ein kleines Täschchen. Was hat es damit auf sich? Genau, in dieser Tasche sind zusätzliche Rollen, das ist nämlich noch ein sehr wichtiges Feature der Baureihe K424. Das heißt, der Kunde kann, wenn er nicht auf glatten Böden unterwegs ist, auch mit Zusatzrollen arbeiten, kann hier beispielsweise für Baustellen oder für Feldwege diese Zusatzrollen einfach per
ja, so schnell Knopfdruck geht das. Sozusagen montieren. Okay. Genau. Und kann dann, ja, ist sozusagen unabhängig von guten Wegstrecken. Mhm. Super. Ja. Es gibt diese zusätzliche Bereifung. Ja, genau. Und wenn man auf dem absoluten Schotterweg unterwegs sind, da haben sie uns noch was anderes mitgebracht. Das ist sozusagen nochmal die Weiterentwicklung. Das ist dann wirklich fürs ganz grobe Gelände die wirkliche Offroad-Variante für groben Schotter, vielleicht für irgendwelche Waldstücke oder für Treppen. Damit komme ich wirklich über fast jedes Hindernis. Mhm. Den kleinen Bruder haben Sie uns auch noch mitgebracht. Genau. Vielleicht sollten wir ganz kurz mal allgemein klären, in was für Größen gibt es die Kiste denn? Genau. Die K424 gibt es in 6 verschiedenen Größen. Die gibt es von 28 bis knappe 200 Liter Volumen. Mhm. Die Industriebaureihe K470, die gibt es von 13 Litern bis 415 Litern. Worin unterscheiden die sich? Sie unterscheiden sich im Wesentlichen natürlich einmal durch diesen Mobilitätsfaktor, den die K424 hat. Mhm. Die K470 hat andere Eigenschaften, die optional sind, beispielsweise wie diese hier jetzt. Sie hat einen Strahlwasserschutz, mhm, kann also auch, sage ich mal, Wasser von einem Gartenschlauch sozusagen, schützt den Inhalt vor dieser Belastung. Mhm. Daneben gibt es diese K470-Kiste auch mit Gefahrgutzulassung und auch, sage ich mal, noch für, ja, für weitere Anwendungen, zum Beispiel zum Heben mit einem Kran, kann man die Kiste dann auch mit Hebeschlingeln ausstatten. Mhm. Und hier haben Sie auch noch Sonderzubehör mitgebracht. Das gibt es schon etwas länger bei Zages. Ja, genau. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Nicht, wenn man tragen oder schieben will, sondern wenn man, ja, rollen will. Genau. Dann gibt es von der Firma Zages eine sehr praktische Lösung. Das ist unsere Clip-on-Rolle. Mhm. Die passt an jede K470-Kiste, auch an jede Eurobox und jede Zages-Box. Und sie ist einfach werkzeuglos zu befestigen, nur mit einem Hebel und 4 Stück davon. Es gibt sie als Lenkrolle, es gibt sie, mhm, als Bockrolle, kann ich jede Kiste eben schnell mobil machen, kann es genauso schnell wieder demontieren, beispielsweise für den Transport im PKW. Also, man ist nicht umsonst die Nummer 1 im Markt, wenn man nicht dauernd so tolle Innovationen bietet. Das haben Sie eindrucksvoll bewiesen. Vielen Dank, Herr Blum. Alles klar, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und vielen Dank an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Betriebseinrichter TV.